Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War mit den Spartanern. Ja, vor einigen Folgen habe ich euch mal angeboten, dass ihr mal ein paar Namen für meine Armeen raussucht und ich habe mir jetzt die schönsten vier rausgeschrieben. Das ist einmal der Zorn des Poseidons. Das können wir für unsere Flotte hier drüben benutzen. Nehmen wir mal hier unsere Flotte hier. So, wo war das? Hier war das. Okay, der Zorn des Poseidons. Den fand ich eigentlich ganz schön. Hat eigentlich gut gepasst. Vor allem, weil ich sowieso sehr viel auf Poseidons Tempel baue und so. Ist es eigentlich gar nicht mal so unpraktisch. Okay, speichern. Gucken wir uns gleich die Armee an. Vollzählig, super. Dann können wir eigentlich schon mal nach hier drüben gehen. Wir müssen uns ein wenig ausruhen. Und hier mal ein bisschen Terror machen. So, dann haben wir noch die goldene Armada. Aber wir machen erstmal noch eine andere Flotte, oder? Nee, weitere haben wir gar nicht. Weitere Flotten haben wir. Ich glaube, die goldene Armada klingt auch für eine Flotte gar nicht mal so schlecht. Ich erwarte eure Befehle. Machen wir das mal hier. Nehmen wir euch mal auch die goldene Armada. Das klingt eigentlich ganz nett. So, dann haben wir jetzt noch zwei für die Armeen, die wir noch haben. So, welche Armeen haben wir denn? Wir haben einmal unsere Armee hier drüben. Die Faust des Zeus, die lassen wir so. Dann haben wir hier in Karthago die 300, die lassen wir auch so. Dr. Beerwood lassen wir auch so. Ich erwarte eure Befehle. Oh ne, die Donnerschläge des Zeus, das passt schon gut. Die lassen wir jetzt mal. Aber wir nennen mal hier ein paar Armeen um. So. Euch nennen wir Herkules-Schar. So, und wir hatten noch eine Armee, die war jetzt weiter hier südlich. Genau, hier in Petra. Bereit zum Kampf. Gefährten des Herakles. Nee, wir nehmen da jetzt mal hier die Söhne des Ares. So. Falsch geschrieben. Ganz schlecht. So, jetzt aber. Richtig. Nein, ein Haar zu viel. So, ist okay. Gut, dann wollen wir auch an der Stelle gleich weitermachen. Wo sind wir stehen geblieben? Einerseits versuchen wir jetzt hier wieder an Macht zu kommen. Dafür müssen wir uns anscheinend verheiraten. Dass wir hier gute Chance haben. Aber eine Heirat kostet, also eine Hochzeit kostet Geld. Und dann müssen wir eben erstmal warten bis in die nächste Runde. Aber wir können zwischendurch schon mal die Provinzhauptstadt Petra angreifen. Unsere Verbündeten, die Ägypter, ein bisschen zu unterstützen. Greifen wir gleich mal an. Okay, das kann man automatisch machen, wie immer. Wir sind ja nicht gerade wirklich ein großes Problem für uns, sind einfach nur viele. Die wüsten Völker. Stark sind sie nicht gerade, sind einfach nur viele. Ja, jetzt werden wir einfach nur besetzen. Ich erwarte eure Befehle. So. So, jetzt werden wir erstmal abreißen. Das Gebäude. Ah, gut, wir haben hier eine realistische Polis. Das gefällt mir sehr gut. Gut, Wüsten normalerweise weniger. Nächste Runde müssten wir hier genau minus 26 halten können. Das wäre eigentlich ganz gut. Kommandant. Das gehört noch alles dazu. Jerusalem und Kamutas. Ach, das sind arabische Rebellen. Ich glaube, die werden sich nochmal die Ägypter selber holen. So, wir währenddessen gehen weiter vor. Ah. Wir haben jetzt Dura. Die Armee hier hinten ist nichts wert. Die ist eigentlich so wie tot. Ich hätte gern Tyros. Aber erst muss ich mich um Antiocha kümmern. Das steht fest. Also setzen wir mal Gewaltmarsch ein, damit wir nächste Runde schon da sind. Ich hoffe mal, dass sie nicht Tarsis angreifen. Das wäre ein Problem für mich. Aber meine Garnison hier sollte stark genug sein, um eigentlich die feindlichen Einheiten zurückhalten zu können. Na gut. Wir hatten hier noch eine Armee gehabt mit spartanischen Pikinieren. Jo, hier wird rekrutiert. Super. Ist schon ernst schön gemacht geworden, ey. Finde ich schon cool.
So, du bist noch nicht ganz angekommen. Schade eigentlich. Du aber. Kommandant. Auch nicht, okay. Stimmt, Karthago wollte ich noch machen. Ich wollte mit euch noch eine Sightseeing-Tour machen. Dann machen wir das jetzt mal. Auch wenn das eine ziemlich eindeutige Sache ist, werde ich mit euch jetzt mal angreifen und dann zeige ich euch mal schön. Oh, im Grunde genommen ist Kyrenaik ja eigentlich eine ägyptische ägyptische Macht. Das finde ich ja cool. Kämpfe ich doch noch gegen die Ägypter. Also ich sehe das jetzt gerade anhand der Armee, die sie jetzt hier haben. Karthago sieht eigentlich eher aus wie eine kleine Stadt. Hm. Gucken wir uns mal die erst an. Also bis jetzt sieht Karthago nicht wirklich eindrucksvoll aus. Hm. Schade eigentlich. Aber wir werden es ja gleich sehen. Schlacht von Karthago, 196 vor Christus. Tja, ein bisschen zu früh, aber okay. Ist ja auch eine ganz andere Nation hier. Auf beiden Seiten. Ach, liegt jetzt vielleicht daran, dass es eine hellenistische Stadt geworden ist. Also nicht hellenistisch, eine lateinische. Hm. Ich wollte schon sagen, willst du mir jetzt hier wohl trollen, oder wie? Ja, normalerweise sieht der Hafen dem in einem Video, eines der ersten Videos überhaupt, ganz ähnlich. Der einzige Unterschied, der jetzt hier so auffällt, ist halt, dass hier nicht der Hafen ist. Der bei Karthago hier sonst wäre. Vielleicht liegt es daran, dass es dann mittendrin römisch geworden ist. Wäre jetzt hier weiter in Karthago gewesen, glaube ich, hätten wir noch den Hafen gesehen von Karthago. Schade eigentlich. Gucken wir mal ein bisschen hier die Stadt an. Man kennt so viele Stellen wieder. Ja, hier haben wir den Marktplatz. Hey, ganz oben geht es ja nicht, aber auch cool, dass sie hier oben den Tempel integriert haben. Ich glaube, das soll der Tempel von Baal sein. Von Baal Hamur. Ach doch, hier kann man auch hoch. Cool. Oder? Naja. Nicht wirklich, nein. Kann man leider nicht hoch. Schade. Schade, schade. Also müssen wir davor dann Karthago oben. Also gucken wir uns mal die Plätze hier an. Wir haben einmal hier den Siegpunkt Augustus-Statue. Augustus-Statue, sicher. Wo ist denn hier eine Statue? Hm, okay. Ich sehe hier nichts weiter. Dann den Tempel, der hier drüben ist. Und den Platz. Na gut. Ich werde jetzt hier mal von zwei Stellen kommen. Einmal von dem Tor und von dem Tor hier. So. Hier die ganzen imperiölischen Obliten bitte. Oh nee. Das teilen wir mal in zwei. Da geben auch jeweils drei Pikiniere. So. Okay, euch schicken wir hier rüber. Und euch schicken wir hier rüber. Die Kavallerie halten zurück und euch schicken wir hier rüber. So, nee, nur die beiden hier. Und hier drüben noch bitte. So. Ich würde gerne wissen, welcher hier der General ist. Aber ich nehme mal an, der hier in der Mitte hier unten, oder? Ausrücken. Oh, ich würde mal gerne wissen. Was zeigt einem hier niemand? Oh, da gehen schon die ersten Schiffe an Land. Ägyptische Speerkämpfer. Auch ein schönes Schiff. Schön Willows. Hier drüben gehen auch mal ein paar an Land. Mehr war jetzt hier nicht großartig, oder?
Eigentlich nicht. Jetzt werden die hier beschossen. Ach cool. Das klingt wie so ein Glockenspiel hier. Erwarte eure Befehle. Türkische Hopliten. Sie müssen gleich soweit sein. Speere bereit. Zum Angriff. So, ihr werft schon. Wie ich sehe, bekommt auch nichts wirklich ab. Soll mich jetzt nicht stören. Oh, das brennt ja schon lichterloh hier. Okay, praktisch. Viele Steine, die auf die Schilder prasseln. Das klingt aber auch nett. So, Feuerschaden haben wir hier. 44 und hier. Hier ist es gleich geschafft. So, hier hinstellen bitte. Dich brauchen wir noch hier noch. Dich hier. Dich nehmen wir auch noch mit. Mir fällt gerade eigentlich doch gleichzeitig noch hier das Tor angreifen können. Naja. Aber auch euch schicken wir jetzt mal vor. So, und auch hier sind die Tore gleich kaputt. Das wird jetzt am besten hier noch weniger Schaden, als wenn wir sie mitnehmen würden. Angreifen. So, rein mit euch. Okay. Also hier kommen die gar nicht mal so schnell hin, das finde ich gut. So, schicken wir euch mal hier rüber. Und euch schicken wir zum Siegpunkt. Wie sieht's hier aus? So, schicken wir euch mal hier hin. Dahinter. Oh, hier ist auch kaputt. Teil des Tors. So, gehst du jetzt hier lang. Kommst du bitte auch rein. Doppelte Geschwindigkeit! Schnell! So. Euch brauchen wir jetzt hier. So, du sollst mir den Weg zuhalten, der sich hier noch bahnt. Für einige. Hier kommen sie ja nicht durch. Eigentlich schade, das ist eigentlich eine ziemlich gut durchgängige Stelle, aber okay. So, euch schicken wir nach hier drüben. Euch schicken wir zu den Toren. Euch hier rüber. Euch schicken einfach hier rein, ihr solltet mal das Tor ein bisschen hier belagern. Ich glaube, die stehen dann alle noch am Hafen hier. So. Wir haben einen Turm eingenommen. Ja, ich weiß. So. Euch stellen wir hier rüber und euch stellen wir hier wieder. So. Oh, Karthago sieht eigentlich ganz schön aus. Nur schade, dass wir bis jetzt so keine richtige Schlacht hatten bei den großen Städten. Bei den großen bekannten Städten. An einigen Provinzhauptstädten hatten wir schon ein paar größere Schlachten. Okay, die buggen hier immer noch ein bisschen rum. Schade. Unser General wird angegriffen. Der General wird angegriffen? Ach, hier vom Tor oder so. Na okay, ist jetzt nichts Dramatisches. Hier nehmt mal hier bitte das Tor ein. Der feindliche Turm wurde zerstört. So, ihr geht mal jetzt bitte alle hier rüber. So, die buggen hier immer noch rum, schade eigentlich.
So. Holen wir euch nochmal als Unterstützung dazu. So, die ägyptische Infanterie macht er auch fertig. Boah, die hat jetzt 200 Mann, ist ja echt nicht wenig. So, ihr greift mal hier bitte an. Du gehst mal nach hier drüben. So. Jetzt geht's nach hier drüben. Schießt mein General zu ruhig nieder hier. Der kann es gut gebrauchen. Oh ja. Kriegt doch ordentlich was ab hier. Na, wir laufen mal frontal rein. Muss ich mal ganz krass sagen, selbstgewählte Schicksal. So, gucken wir uns mal an, wie es überhaupt mit den Treppen funktioniert. Wie sie die laufen. Können wir uns hier nochmal angucken. Tropft einfach runter, so. Ach stimmt, wir müssen ja nur zwei besitzen. Ich dachte, wir den dritten versuchen auch nochmal zu kriegen. Jo, haben wir jetzt leider nicht mehr bekommen, aber egal. War eine schöne Stadt, nur schade, leider keine schöne Schlacht. Das ärgert mich jetzt leider ein bisschen. Naja, wenigstens konnte man nochmal Karthago sehen. Und ich bin jetzt voller Zuversicht, dass wir auch einen ägyptischen Feind haben. Mit Kyrenaika haben wir doch einen ziemlich starken ägyptischen Feind. War das nicht eigentlich mal der Klientenstaat von Ägypten? Oh mein Gott, wie das alles sich so entwickeln kann. So, mit Karthago sollten wir wesentlich mehr Geld verdienen als vorher. Auch mit Antiochia, wenn wir sie uns holen, kriegen wir wesentlich mehr Geld. Weil wir zwei Provinzabstimmen mehr haben. Als jetzt gerade vor der Fall war. Und weg ist er. Einfach nur besetzen, bitte. Was haben wir hier schon gemacht? Wie kann es sein, dass hier wüstennomadisch war? Ich erwarte eure Befehle. Mein Können steht euch zur Verfügung. Schnell und so. Ein Schatten und ein Schatten. Okay, Thapsus wird kein Problem sein. Ich suche nach. Die Römer sind auch bald alle tot. Viele Flotten haben die noch. Und kleine Restarmeen. So, mir ist aufgefallen, mit denen könnte ich mal hier was verabschieden, sowas wie nicht Angriffspakt. Dem Venetern. Die Götter lassen mich euch zugehören, aber vergeudet nicht meine Zeit mit leeren Worten. Wollen sie nicht? Okay. Na gut, dann können wir jetzt auch die Runde beenden. Region haben wir jetzt 36. Also wir wachsen stetig weiter. Nächste Runde müssen wir eine neue Hochzeit arrangieren, damit wir mehr Gironten bekommen. Ja, okay. Das ist eine Verzweiflungstat. Da war klar, dass sie keine Chance hatten. So. Die Römer vegetieren jetzt hier langsam vor sich hin. So, automatisch. Aggressiv. Ich glaube, dann kriege ich wenigstens mehr Leute. Oh, die beiden Flotten sind tot. Ja, die Römer sind jetzt fast komplett weg. Das ist gut für uns. Okay. Schade, dass der Krieg gegen die Römer so schnell ging. Dass sie wie eine Nation wie jede andere ist. Also, eine Nation wie jede andere ist. Finde ich schade. Mein Verbündeter marschiert hier immer noch durch mein Terrain. Aber das ist wenigstens ein guter Verbündeter.
Das ist ein Grund, warum ich Illyrien wahrscheinlich niemals angreifen werde. Denn ich habe die, also die haben mich nicht angegriffen, ich habe die nicht angegriffen und die sind wirklich ziemlich loyale Verbündete. Vor allem haben die sich überwiegend darum bemüht, das finde ich auch so klasse. Oh. Welche Stadt ist das jetzt überhaupt? Edessa. Siegchance keiner. Ist natürlich ärgerlich. Wir werden uns jetzt Antiochia wiederholen, danach holen wir uns Edessa wieder. Knappe Niederlage, wir haben wenigstens fast die ganze Infanterie von vernichtet, auch vor allem der Supertrupp hier von ihnen. Ja, da haben sie viele Männer verloren, das ist ziemlich gut für uns. Nachdem wir uns jetzt Antiochia geholt haben, können wir auch gleich weiter marschieren. Ja, das weiß ich ja schon. Rebellion Karalis. Eine karthagische Rebellion in Karalis. Mit denen diplomatisch verhandeln kann man nicht, leider. Hyena Semon haben hier so viele Armeen, das kotzt mich ein bisschen an. Okay. Erstmal müssen wir weiter eine Hochzeit arrangieren. Bei dem war es noch schön günstig. So. Das ist ein Mob. Und wie sieht es hier aus? Wir müssen jetzt 43 haben. Arbeiten uns langsam wieder hoch. Ganz praktisch. Ach, der Weg reicht nicht mehr. Schade. Müssen wir nächste Runde angreifen. Schade. Ich muss jetzt irgendwie Gedanken machen. Die gehen mir ganz schön auf den Geist hier. Dura hat auch 9 Einheiten in der Garnison. Und das ist nur eine Einheit. Gut, das ist dann eigentlich kein Problem. Wir hungern nach einer Schlacht. Also hier haben wir 10 Einheiten drin gehabt. Fällt gerade auf, ich könnte noch eine Hochzeit arrangieren, hätte wieder mehr Macht. Wurde ich sogar günstig. Ich glaube, umso mehr ich Leute heirate von denen, umso günstiger wird es. Aber es bringt jetzt auch keine Geronten mehr, hier sehe ich gerade. Das ist blöd. Okay, wie gehen wir jetzt weiter vor? Kavallerie können wir noch gut brauchen, aber das machen wir später. Aktion, Nahkampfabwehr. Können sie relativ gut verteidigen. So, was ist jetzt der Grund, warum ist die mehr auszeichnet als die? Eigentlich seid ihr gut gegen schwere Rüstungen, aber gegen die ganzen Wüstennomaden brauchen wir mehr Steinschleuderer. Um dort zu dominieren. So. Auch den gleichen Weg einschlagen müssen wir hier. So. Es ist ein... Niemand soll durchkommen! So, die Schlacht können wir automatisch machen. Das sind keine ernstzunehmenden Feinde. Und wir gleich noch eine Stadt sichern können. So, wir können den Rang erhöhen, das finde ich super. Dann gehen wir mal hier auf General. Jetzt haben wir hier uns so eine schöne Einheit, Nation, Stadt holen können. Super. Okay. Hier drüben muss ich jetzt auch weiter gucken, wie ich das mache. Ich erwarte eure Befehle. Kommandant? So, Libyen hat sich wieder etabliert.
gerade sehe. Ist jetzt so unbekannt, die wollt mich wohl trollen, oder wie? Ich sehe auch, dass es Libyen ist. Schnell und lautlos wie ein Schatten. In eurem Dienste werde ich nie müde. Ich sehe auch, dass hier Libyen sitzt. So, Diplomatie. Da geht doch. Seid gegrüßt. Wir wollen unsere Zeit weise nutzen und zu einer Übereinkunft. So. Das würde ich sogar annehmen. Ich möchte aber auch militärischen Zugang haben. Dann fühle ich mich gezwungen, euch anzugreifen. Das tut mir leid. Ich werde euch die Ehre erweisen, euren Bedingungen zuzuhören, in der Hoffnung, Weisheit und Profit darin zu finden. Das tut mir leid, aber ihr wolltet nicht wegklären, Königtum werden. Niemand wird entkommen. Sie sollten uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. So. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich muss in die Richtung expandieren, um Kyranaika und den Nasamonen fertig zu machen. Okay, wir könnten euch unterwerfen. Ich habe nichts davon, die jetzt hier statt zu bewirtschaften. Unterwerfen wir dich lieber. Ehe ihr zu reden beginnt, lasst mich sagen, dass ich ein Amulett gegen den bösen Blick habe. Fauler Zauber wird euch. So, bieten wir euch das an. Das sollte reichen, erstmal für den Anfang. Niemand steht jetzt unter meinen Schutz. Was ist denn hier schon wieder los? Was machst du denn jetzt hier für einen Müll? Ich erwarte weitere Befehle. Die Schiffe zum Hafen. Ich weiß jetzt nicht, wo du lang wolltest. Eure Befehle. Also das war ja echt absoluter Müll gerade. So, wir können hier neue Traditionen nehmen. Ich brauche mittlere Belagerungsmaschinen, das können wir schon. So, und hier rüstet du ein General weiter auf. Gehen auf Gewaltmarsch. Und marschieren weiter in Richtung Garamanten. Auch die werde ich noch angreifen müssen, oder? Mit denen hatte ich ja Handelsrechte gehabt, oder? War das nicht so? Seid gegrüßt. Wir wollen unsere Zeit weise nutzen zu einer Übung. Wie sieht's denn aus mit einem Schutzbündnis? Nein, auch nicht. Weißt du was, nämlich auch kein Handel mit euch haben. Der Marktplatz wird verstummen und viele werden trauern. Denn Reichtum liegt allen am Herzen. So. Dann wird es gegen euch wohl auch einen Krieg ausarten. Ich habe ja zwei Armeen dann hier. Dann muss die eine erstmal ankommen hier. Richtig? Ich stelle mich schon mal bereit. Okay, was haben wir hier? Julia. Das sind nur Media. Okay. Und euch führen wir mal weiter jetzt in Richtung Afrika, da brauche ich euch jetzt am meisten. Ihr müsst mich da jetzt auch unterstützen. Und die werden wahrscheinlich direkt Lepkes angreifen. Mit euch gehe ich dann auf Kidamus zu und werde noch auf die Garama noch losgehen. Wenn ich die ganzen Büstenvölker hier unter den Nagel reiße. So, und ich gucke gerade auf die Uhr und da sehe ich wieder, der Part ist vorbei. Ja, die Parts dauern langsam ein bisschen, also die Runden dauern jetzt langsam ein bisschen länger. Ich würde sagen, in dem Sinne verabschiede ich mich wieder von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.